Hallo liebe WMC-Freunde auf der ganzen Welt, ich hoffe es geht euch den Umständen entsprechend gut. Mein Name ist Simon Ertl, ich bin Gründer, Erfinder und Veranstalter des Festivals Woodstock der Blasmusik im wunderschönen Österreich. Wir befinden uns gerade am Festivalgelände, hinter uns sollten eigentlich in gut 10 Tagen über 7000 Personen campen. Wir stehen mitten auf unserem Campingplatz, Corona-bedingt, wie es uns allen so geht auf der leider auf der ganzen Welt hat uns auch diese Krise einen Strich durch die Rechnung gemacht. Unser Festival wurde um ein Jahr verschoben. Nichtsdestotrotz planen wir jetzt kommende Woche ein Online-Woodstock, wo wir online einen kleinen Vorgeschmack auf unser Festival geben. Eigentlich hat es begonnen in ganz kleinen Rahmen. Es war eine Veranstaltung, ein Konzert mit knapp 100 Besuchern und Jahr für Jahr haben wir das kontinuierlich erweitert. Und ja, somit dürfen wir jetzt 75.000 Personen in Ort im Innkreis bei unserem Festival begrüßen. Natürlich trifft uns die Corona-Krise, wie euch alle auf der ganzen Welt, sehr. Einerseits bin ich Musiker, mir fehlt das Musizieren, natürlich ist die Leidenschaft sehr groß. Wir freuen uns alle sehr, wenn es wieder losgeht. Andererseits als Veranstalter, wir haben etliche Formate absagen müssen. Wir hätten heuer im wunderschönen Tirol erstmals ein Winter-Woodstock veranstaltet. Im September wäre eine Kroatienreise, unser Format Bras Palmas am Programm gestanden, Blasmusik am Meer im wunderschönen Krk. Ja, und natürlich unser Festival wurde abgesagt, also auch uns trifft die Corona-Krise mehr. Nichtsdestotrotz geht die Gesundheit vor. Wir sind froh, dass wir alle gesund sind, dass es uns dennoch so gut geht und sind zuversichtlich, dass wir bald wieder gemeinsam musizieren und gemeinsam feiern können und darauf freuen wir uns sehr. Ja, trotz Corona wollen wir den Kopf nicht in den Sand stecken und wir freuen uns, dass es in kleinen Schritten auch wieder in der Eventbranche und in der Blasmusikszene vorwärts geht. Und wir veranstalten nächstes Wochenende am 27. Juni ein Online-Woodstock, wo wir die Live-Auftritte von 6 Bands von 17 bis 23 Uhr ins weltweite Netz streamen. Auf www.woodstockderblasmusik.at und auf unserer Facebook-Seite findet ihr den entsprechenden Links dazu. Wie gesagt, 6 Bands sind vor Ort, die Fexer, die Kaisermusikanten, Wüderamusi, der Blechhaufen, Skolka, Matt Acoustics, Alex Wurz, unser Woodmaster wird vor Ort sein, sowie auch Christoph Moschberger. Also ein musikalisch sehr facettenreiches Programm, was das Woodstock der Blasmusik auch auszeichnet, von wirklich traditioneller Blasmusik hin bis zu Pop- und Ska-Klängen am Ende des Streams. Das Highlight unseres Online-Woodstocks wird sicherlich unser Gesamtspiel. Wir laden euch nochmals ganz herzlich ein, schaltet um 18 Uhr ein, beziehungsweise wenn es geht ein bisschen früher, musizieren wir gemeinsam, lassen wir uns trotz Corona nicht unterkriegen. Die Noten gibt es auf unserer Website www.woodstockderblasmusik.at zum Download. Wir musizieren den Woodstock der Blasmusikmarsch, den böhmischen Traum und auf der Vogelwiese gemeinsam mit den Kaisermusikanten zeigen wir Corona, was Blasmusik bedeutet, lassen wir uns nicht unterkriegen, musizieren wir weltweit gemeinsam und wir freuen uns natürlich, wenn ihr mit dabei seid. Es hätte ja am 11. Juli Blow to Woodstock in Kerkrade stattgefunden. Jetzt wird der Wettbewerb online stattfinden. Ich bin stolz und dankbar, dass ich in der Jury sitzen darf und wir freuen uns dann schon sehr, dass wir den Gewinner von Blow to Woodstock kommendes Jahr bei uns am Woodstock der Blasmusik begrüßen dürfen. Und ja, wir freuen uns, wenn wir wieder nach Kerkrade kommen können und ihr, liebe Freunde vom WMC, wieder zu uns aufs Festival kommen könnt. Wir schicken euch ganz liebe Grüße vom heuer leider leeren Woodstock-Gelände. Wird sich hoffentlich bald wieder ändern. Ich hoffe, es geht euch so gut, wie es uns geht und wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Liebe Grüße an die gesamte WMC-Familie weltweit.